Community Talk Mittwoch bei der Rautenperle. Wir legen gleich ganz schnell los. Wir haben ganz viele Fragen bekommen von euch. Und vorher, wie immer, mit drei Klicks eine große Freude bei uns auslösen. Hier unten wieder eingeblendet. Und dann legen wir sofort los, sobald das erledigt wurde. Seid gegrüßt, liebe Freunde des HSV und der Rautenperle. Moin, Scholle. Moin, Janik. Schönen guten Tag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Fragen bekommen und deswegen wollen wir direkt loslegen und wir haben eben schon darüber gesprochen, wir wollen heute eine Blitzrunde machen. Genau, bedeutet, so viele Fragen wie möglich in unserer Zeit schaffen und deswegen legen wir sofort los. Scholle. Und so schnell und kurz wie möglich. Also, halt dich gut fest. Wir legen ich halte mich fest. Andreas J. Müller J. Denkt ihr, dass Leistungsträger den HSV bei einem Nichtaufstieg verlassen würden? Ja. Er meint zum Beispiel Kittel, Duziak, Leibold. Also Kittel? Kittel, nein. Duziak? Ja. Leibold? Ja. Okay. Der Dominik 99. Ist es aus eurer Sicht vorstellbar, mit dem gleichen Torwart-Trio in die neue Saison zu gehen? Ich denke, man sollte mit Pollersbeck als Nummer 1 gehen und dann bezweifle ich stark, dass Heuer Fernandes sich auf die Bank setzt. Also Pollersbeck neue Nummer 1? Ja, sehe ich auch. Heuer und Fernandes Daniel Heuer Fernandes schwer. Schwer. Wird im Sommer ein Thema werden, behaupte ich, wenn Pollersbeck die Nummer 1 bleibt. Und dann wird man nochmal drüber sprechen müssen, ob er dann hier die richtige Nummer 2 ist. Zumindest wird er das Gespräch suchen, behaupte ich. Okay. Dann die Frage mit den drittmeisten Likes, weil auch immer noch unser altbewährtes Prinzip. Die meisten Likes auf einer Frage, die werden als erstes und am ehesten beantwortet. Deswegen geht Platz 3 diese Woche an Philipp Diehl. Und er sagt, seht ihr das Mittelfeld des HSV jetzt schon bundesligareif? Nein, sehe ich noch nicht bundesligareif. Dafür fehlt der Gestalter, ein Aaron Hunt in Jung. Sehr gut. Dann Seitenfan. Wird der Posten von Hoffmann im Sommer neu besetzt oder bleibt es beim Duo Bold-Wettstein in der Führung? Ist im Moment offen. Man hat intern einen Marketingleiter, der sehr gute Arbeit leistet. Henning Binzos heißt der Herr. Mhm. Und ich glaube, man ist so zufrieden mit ihm, dass man sich durchaus vorstellen kann, mit ihm so weiterzuarbeiten. Ob er dann zum Vorstand befördert wird oder ob er weiter Marketingleiter bleibt, das ist allerdings offen. Kaiser Wilhelm möchte von uns wissen. Kaiser Wilhelm. Kann Niklas Dorsch nochmal zu einem Thema werden? Bitte. Ist es möglich, dass der HSV heimlich bereits in Verhandlungen mit ihm getreten ist? Hm? Natürlich ist das möglich. Hm. Und dass Niklas Dorsch ein sehr interessanter Spieler ist, haben wir hier tausendmal schon betont. Ja. Ja, ich hoffe, dass Niklas Dorsch ein Thema wird. Niklas Dorsch wäre auch einer, meine ich, der für die Bundesliga durchaus geeignet ist. Ist das so ein feiner Satz vielleicht? Kann man das schon sagen? Ja, ein anderer Spielertyp, aber ein sehr ehrgeiziger, sehr guter, ein toller Fußballer, ein aggressiver Mittelfeldabräumer. Der hat sehr, sehr viel, was man braucht, um in der Bundesliga zu bestehen. Wo wir gerade nochmal bei Dorsch sind, da gibt es sogar noch eine Zusatzfrage zu dieser Frage. Hat Dorsch überhaupt Erstliganiveau? Habe ich damit ja beantwortet, ne? Ja, definitiv. Hat er, absolut, meine ich. Luis 1887, was passiert beim HSV, wenn man nicht aufsteigen sollte? Endet man dann wie Nürnberg, alles für den Aufstieg geben, nur der HSV? Nein, wird man nicht. Man wird dann für die neue Saison wieder versuchen, einen starken Kader zusammenzustellen. Man wird es auch hinbekommen, behaupte ich, und man wird wieder um die ersten Plätze mitspielen, aber es wird natürlich von Jahr zu Jahr schwerer, den Etat hochzufahren. Philipp Diehl erneut, gibt es einen nennenswerten Stürmer auf dem Markt, der im Falle eines Bundesliga-Aufstiegs wirtschaftlich und sportlich Sinn machen würde? Gibt es, macht aber gar keinen Sinn, jetzt hier einzelne Leute einfach so rauszupicken und wild zu spekulieren. Der HSV wird mit Sicherheit da Ausschau halten und wird da eine Liste haben und ja, gibt es auf jeden Fall. Es gibt auch jemanden, der dann hier häufig bei der Community ins Gespräch gebracht wird, das ist Sebastian Polter, der jetzt seine Zukunft bei Union ein bisschen ins Amt gesetzt hat, sage ich mal vorsichtig. Aber ob das jetzt ein Erstligastürmer ist, weiß ich nicht. Ich finde ihn interessant, weil es ein Stürmertyp ist, den der HSV so nicht hat, obwohl doch jetzt mit Pujan Polo hat man den eigentlich, nämlich einen sehr wuchtigen, sehr geradlinigen Stürmer, Stoßstürmer. Doch wäre für die zweite Liga sehr interessant, für die erste Liga würde ich eher nach was anderem Ausschau halten und vielleicht dann an Pujan Polo festhalten. Da sind wir gleich zu einer guten Überleitung bei der nächsten Frage. Wir möchten nämlich Andreas wissen, was sagt ihr zu den aktuellen Leihspielern des HSV? Da ist Pojan Polo, der sagt, er liefert, reicht das? Schaub und Bayer hingegen sind ja nicht wirklich gefragt. Wäre insbesondere ein Louis Schaub eine sehr sinnvolle Alternative für das Saisonfinale? Aktuell eher nicht. Ne? Aktuell, zumindest auf dem Platz, hat er es nicht gezeigt. Wie er trainiert, kann ich nicht beurteilen. Ich höre nur, dass er gut trainiert, aber wie gesagt, Wiesbaden-Anfangsphase? Wiesbaden war überhaupt nicht schwierig. Im Spiel, das war nicht seins, deswegen war er jetzt zuletzt auch wieder auf der Bank. Also insofern, Louis Schaub ist im Moment nicht in Form. Adrian Fein ist einfach zu oft nicht in Form, meiner Meinung nach. Dann haben wir Bayer, Jordan Bayer, den braucht man nicht, weil man da mit Joscha Wagnermann auf der Außenbahn einen besseren Außenverteidiger
Innenverteidiger. Schiene. Genau, wen haben wir noch? Pohjanpalo trifft im Moment auf jeden Fall. Ja, hat jetzt gerade wieder 2 Tore gemacht und trifft jetzt auch endlich zu Hause. Statistisch öfter als Robert Lewandowski. Ja, genau, was für ein Vergleich. Zweite Liga Aue mit erste Liga Dortmund zu vergleichen, das ist natürlich als Gegenspieler doch was anderes. Nein, aber mit Pohjanpalo hat man den Brechertypen, auch einen, dem ich in der Bundesliga zutraue, viele Tore zu machen. Aber man braucht noch einen spielerischen, schnellen Stürmer drumherum und da ist man mit Hinterseher eher nicht optimal aufgestellt und Martin Harnik halt auch nicht mehr. Laurenz Kreuzer, das ist eine Frage, die wir, glaube ich, auch schon in der Auswärtscouch besprochen haben. Was denkt ihr, wie geht es mit den verliehenen Spielern weiter? Er geht hier auf Opoku ein, der hat zum Beispiel am Wochenende erneut sehr gut gespielt, schreibt Laurenz. Tolles Talent, Opoku hat richtig was im Fuß, also haben wir auch schon vorgestellt bei uns. Mhm. Wäre einer, der sich mit Sicherheit entwickeln kann in der zweiten Liga, wenn der HSV tatsächlich die Liga nicht, also wenn man nicht aufsteigt, was wir nicht hoffen wollen, dann wäre Opoku meiner Meinung nach jemand, den man mitnehmen sollte, genauso wie Jonas David, der bei Kickers Würzburg spielt. Jonas David ist insgesamt ein sehr interessanter Verteidigertyp, weil er schneller ist als die Innenverteidiger des HSV, die aktuellen, und vor allem auch etwas kopfballstärker. Wobei, also na gut, das ist jetzt ein Schneckenrennen, aber Jonas David ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Mann für die Innenverteidigung. Ich glaube, dass wenn der HSV in der zweiten Liga bleibt, beide Opoku und David zurückkommen. Ein Bates zum Beispiel, glaube ich, hat man generell über, den braucht man nicht mehr, den möchte man am besten loswerden. Mhm. Wen haben wir denn da noch? Wer ist denn da noch verliehen? Wen haben wir denn noch? Achso, Manuel Winzheimer haben wir noch. Ich glaube, auch er wird keine Rolle beim HSV spielen. Mhm. Man muss ihn natürlich nehmen, in Anführungsstrichen muss, weil er einen Vertrag hat und der HSV hält sich an seine Verträge natürlich dann auch dementsprechend. Aber bei Winzheimer bin ich mir sicher, bei Bates bin ich mir sicher, dass man die beiden versucht loszuwerden. Opoku und David werden maximal weiter ausgebildet. Ob beim HSV oder woanders, aber Hauptsache Spielpraxis. Eine Frage zu Dieter Hecking, JLW08. Ja. Wird es einen Trainerwechsel nach der Saison geben, abhängig davon, ob Aufstieg oder nicht? Auch wieder Glaskugel, kann ich nicht sagen, weil natürlich jetzt sagt man Nein und Konstanz und man muss es, aber man weiß auch, wie sich sowas entwickelt, wenn er die nächsten Spiele jetzt auch wieder verliert oder wenn der HSV halt am Ende den Aufstieg krachend nicht schafft, dann wird natürlich sehr viel diskutiert werden, dann sind sehr viele Sachen, die jetzt noch so wirken, als würde man sie überstehen können, sind dann wichtig, dann wird der Trainer doch wieder diskutiert. Ich hoffe, dass es nicht so kommt, ich hoffe, dass der Trainer nicht diskutiert wird, ich hoffe, dass man dem Trainer auch das zweite Jahr gibt, um dann das, was er jetzt aufgebaut hat, weiter fortzuführen. Das wäre für den HSV mal sehr wichtig, hier eine Form von Konstanz reinzukriegen, die gepaart ist mit Leistung. Insofern hoffe ich, dass der HSV an Trainer Dieter Hecking festhält. Ich glaube, man ist auch gewillt. Machen wir zum Abschluss oder eine der letzten Fragen eine ganz einfache Frage, die du mal kurz erklären kannst. Könnt ihr erklären, warum der HSV bei Führung immer das Tempo aus dem Spiel nimmt und so gut wie nie versucht, aufs nächste Tor zu gehen? Also das Grundsatzproblem mal kurz analysieren. Ja, genau. Erklären können wir es in langer Form natürlich versuchen, aber nein, kann man nicht. Das ist der Kopf. Der Kopf spielt eine ganz wichtige Rolle. Der HSV hat jetzt einige Spiele in den Schlussminuten noch verloren oder zumindest Punkte verloren. Da fängt man dann auf einmal zu verzagen. Dann gibt es natürlich auch Wechsel, die manchmal von außen auf die Mannschaft so wirken, als wolle der Trainer von außen signalisieren, kommt jetzt sichert das Ergebnis. Und Sicherung des Ergebnisses und so eine phlegmatische Spielart liegen da sehr nah beieinander. Beim HSV leider noch zu nah. Ich würde mich freuen, wenn der Trainer weiter darauf setzt und der Mannschaft sagt, pass mal, wir spielen hier auch bei 2-1 oder 3-2 oder 4-3 bei einer knappen Führung, spielen wir weiter nach vorn, um das entscheidende Tor zu machen. Und vor allem muss der HSV vorher, das ist ja das Entscheidende, vor dieser 75. Minute, schon gibt es ja in jedem Spiel, gab es die Möglichkeit, das vorher schon klar zu machen. Tja, und man hat es halt einfach verpasst. Es fehlt halt einfach mal die sichere Führung. Letzte Frage von einem altbekannten User, der oft bei uns dabei ist. Liebe Grüße gehen raus an Arietz Hausmannskost. Er möchte wissen, im Falle eines Aufstiegs, würde Herr Kühne noch einmal investieren in neue Spieler und würde der HSV das annehmen? Die Glaskugel ist geöffnet. Es ist ja immer die Frage, wie man investiert. Schenkt man Geld, dann wird der HSV mit Sicherheit nicht sagen, nein, das wollen wir auf gar keinen Fall. Wenn er da irgendwelche unerfüllbaren Bedingungen dran knüpft, dann kann der HSV es nicht annehmen. Und ansonsten bin ich mir ganz sicher, dass beide Parteien noch miteinander sprechen und gucken, was möglich ist, um zu sehen, wie man den HSV dann im Sommer bestmöglich aufstellt. Vor allem natürlich im Falle des Aufstiegs, obwohl eigentlich gar nicht mehr vor allem, sondern auch beim Nicht-Aufstieg, weil dann muss man für die neue Saison mit Sicherheit von außen auch noch Gelder reinholen, um den Kader so stark zu machen, dass man es dann im dritten Jahr schafft. Tja, so zum Abschluss, das sind einige Themen, die wir heute hier diskutieren konnten. Wie viele Fragen haben wir jetzt geschafft? Es waren 70, 80 Fragen alleine schon. Ja, 70 Kommentare, es waren auch noch Fragen zu Fragen, deswegen, gute Frage. Zählt mal durch, wie viele Fragen es waren, schreibt es in die Kommentare. Ich glaub, und wie viele haben wir geantwortet, meine ich? Wie viele haben wir jetzt geschafft? Wir haben, glaube ich, so gut wie alle, die wiederholen sich natürlich auch teilweise, aber ich glaube, so gut wie alle haben wir tatsächlich mit drin, ja. Ja.
Klar, sind Doppelungen drin, aber ich glaube, wir haben jetzt nichts irgendwie wirklich vergessen. Aber sollten wir was vergessen haben, dann gibt es eine neue Möglichkeit bei uns bei der Rautenpelle, dass ihr darüber diskutieren könnt, euch gegenseitig austauschen könnt. Und zwar seit gestern können wir stolz verkünden, haben wir ein neues Forum unter forum.rautenperle.com mit diskutieren. Alle Themen zum HSV, zum Fußball, international, national, alles von A bis Z könnt ihr euch austauschen. Das ist unser neuestes Projekt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch das gefällt. Für heute erstmal, Scholle, dir. Ja, vielen danke. Danke dir. Danke für die Fragen. Ich hoffe, wir konnten euch halbwegs zufriedenstellen. Ja, da gehe ich doch von aus. Dann, wie immer, könnt ihr uns mit 3 Klicks eine große Freude machen. Das wäre sehr, sehr nett. Hier unten, irgendwo da. Irgendwo genau. Hier. Alles Gute, bleibt gesund, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.